Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, meine Vlogs fangen immer in der Küche an, ich weiß. Aber wir haben gerade ganz spontan entschieden, dass wir ins Schwimmbad fahren. Deswegen mache ich gerade Essen. Einmal Mittagessen für die Kinder. Dann habe ich Obst geschnitten und da mache ich Mittagessen für mich und meine Mama. Wir fahren in ein richtig cooles Schwimmbad. Da waren wir jetzt schon öfters. Wir lieben das total. Und es ist wieder in Holland. Irgendwie gibt es in Holland viel coolere Sachen als in Deutschland. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. So, ich bin fertig. Das nehmen wir alles mit. Einmal Thunfischsalat für mich und meinen Mann. Dann ein Dressing, Wasser. Für die Kinder gibt es Kichererbsennudeln mit Eier und Zwiebel. Dazu Gemüse und ganz viel Obst. Ich verlinke euch diese Dosen unten in der Beschreibung, wenn ich das hinbekomme. Die Dosen haben dann immer noch jeweils einen Deckel dazu. Kann ich wirklich empfehlen. Ich packe jetzt die Sachen fürs Schwimmbad. Auf jeden Fall Schwimmwindeln. Dann ein Badeanzug für die Kleine, ein Bademantel für die Kleine, dann nochmal ein Handtuch, ein Bademantel für die Große, mein Bikini, den ziehe ich aber schon zu Hause an, dann ein Handtuch für die Große, ja die Große wollte ihr Anna und Elsa Badeanzug anziehen, eine Badeshorts für meinen Mann. Schwimmflügel, das sind übrigens die besten Schwimmflügel, die ich je gesehen habe. Die hat mein Bruder meiner Tochter geschenkt. Die kosten einfach 20 Euro, ey. So abgefahren. Aber ich liebe sie, die sind wunderschön. Ja, das benutzen wir eigentlich nie. Soll ich das jetzt trotzdem mitnehmen? Egal. Ich nehme es einfach mit. Ein Handtuch für mich. Ich habe jetzt meinem Mann einen Proteinquark noch mitgenommen. Er liebt die total. Ich finde die echt eklig. Und mir einen Quark mit Erdbeerflavor, keine Ahnung, zurzeit esse ich den Erdbeerflavor am liebsten. Dann noch Windeln, Feuchttücher, gleich kommt noch Milchpulver. So, jetzt gibt es aber erstmal Frühstück bei uns und zwar gibt es Spiegelei mit Mozzarella, ein Avocadosalat mit Tomaten, Knoblauch, Pfeffer, Salz und Zwiebeln. Das ist wirklich das Einzige, was mich an diesem Schwimmbad stört, dass es keine normalen Familienumkleide gibt. Die sind alle nur total eng und klein und es ist echt anstrengend, sich da umzuziehen. Für Kinder gab es da einfach so viel. Das war zum Beispiel so ein Ding, wo man mit der Hand die Farbe erwischen musste. Hat richtig Spaß gemacht. Dann gab es da noch ganz, ganz viele andere Sachen.
Das sind einfach alles Whirlpools. Man konnte da 1,50 Euro in einen Automaten schmeißen und dann konnte man sich die Badewanne auffüllen. Ich finde, das ist eine richtig coole Idee. Das Wasser war einfach nur 15 cm tief oder 10 cm. Auf jeden Fall konnte meine Kleine dort einfach krabbeln, ohne dass sie irgendwie reinfallen konnte. Richtig cool. Was ich euch aber unbedingt sagen muss, ist, dass dort eine Schwimmflügelpflicht ist. Also es darf kein Kind ohne Schwimmflügel ins Wasser. Man darf noch nicht mal reingehen ohne Schwimmflügel. Ja, hier konnte man sich was zu essen kaufen. Das sind die typischen Frikandeln, also alles Holländisches. Dann gab es 2 Rutschen. Ich war auf keiner Rutsche. Ich bin, wie gesagt, ein kleiner Schisshase. Meine Tochter war auch nicht drauf. Da ist schon wieder irgendwas, wo man mit der Hand hinterherjagen muss. Also richtig, richtig cool. Ich finde, das ist alles dort so schön gemacht. Man fühlt sich einfach richtig wohl. Und Leute, es war einfach so warm, wie in einer Sauna. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es jemals so warm war. Da gab es dann nochmal 2 Whirlpools und die waren auch so warm. Also das Wasser war genauso wie in einer Badewanne. Das war dann so ein Sportbecken. Da war ich aber noch nie drin. Also es ist kein großes Schwimmbad, aber es ist ein wunderschönes Schwimmbad. Übrigens, meine Tochter hatte so Angst vor den Eimern. Und hier zeige ich euch nochmal das Babybecken. Oh mein Gott, ich finde das einfach so süß gemacht. Ja, und dann geht's auch schon nach Hause. Wir waren jetzt ungefähr 4 Stunden dort, hat auch gereicht. So, wir sind wieder zu Hause und ich gebe euch ja noch ein Fazit ab. Was soll ich sagen? Wir kennen es, wir lieben es, wir sind sehr oft da. Das Einzige, was wir nicht so cool finden, sind die Umkleiden, weil es da ja mit ganz vielen Sachen und Kindern ist es echt anstrengend und umständlich, sich da in diesen kleinen Räumen umzuziehen. Aber da sehen wir ein Auge drüber weg, weil ich meine, für den Preis darf man echt nicht meckern. Ich finde, also wir haben pro Person 5,85 Euro bezahlt. Und bis 3 Jahre zahlt man nur 3 Euro, also man zahlt auch für 8, 9 Monate. Ich weiß nicht, ob man für Liegebabys zahlt. Ich meine, ab dann, wenn die Kinder krabbeln können. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Aber selbst das ist, finde ich, gar nicht schlimm, weil da ist so wenig Wasser in dem Kinderbecken. Da können die einfach locker so drüber krabbeln. Es ist so schön, da gibt es so viele Sachen für Kinder. Also, ja. Wie ihr seht, ich bin begeistert. Die Preise vom Essen habe ich euch ja gefilmt. Wir haben heute nicht gegessen, also die habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die günstig oder teuer sind. Naja, egal. Ich kann es auf jeden Fall zu 100% empfehlen. Also wir haben jetzt Essen bestellt. Ich zeige euch gleich das Essen.
Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.